Leute, was geht ab? Immer am Start und herzlich willkommen zu dem allerersten GTA 5 RP-Video zusammen bei der Omi. Was geht ab? Hallo! Ja! Jetzt geht's los. Leute, ihr seht schon im Hintergrund, wir sind hier schon in GTA am Start. Und Leute, nicht wundern, ich habe meiner Omi gerade schon alles erklärt. Wir befinden uns hier nicht in einem Videospiel, sondern im echten Leben. Das hast du verstanden, ne? Ja, da habe ich verstanden. Egal, wen wir hier sehen, das sind echte Menschen, okay? So, man muss aufpassen, was man sagt. Für den Notfall aller Notfälle haben wir hier eine Waffe. Die benutzen wir aber nur, wenn es auch brenzlig wird. Ja. Ne? Eine Knarre haben wir auch und wir haben auch ein Kampfgewehr. So, guck, wie das aussieht. Maschallah, oder? Ja. Maschallah. Aber ich würde sagen, wir zocken jetzt einfach mal ein bisschen los und wir quatschen jetzt erstmal mit ein paar Leuten. Nicht wundern, ich selber steuere Tastatur und Maus, weil meine Omi, die wird das leider nicht mehr hinbekommen. Aber die Sprache und was geredet wird, machst du komplett alleine. Ich werde nicht reden. Ich werde natürlich zwischendrin ein paar Mal sagen, was man antworten soll, aber wir machen das Ganze mit Push to Talk hier auf der Taste, deswegen passiert nichts. Sag, ey, was klaust du die Autos? Hey, du klaust Autos? Was soll das, du Rotzbengel? Bleib doch bitte stehen! Bleib stehen oder es schabbert! Sag, oh, er schlägt mich! Hey. Sag, Hände hoch oder du bist tot! Hände hoch oder du bist tot! Hände hoch oder du bist tot! Schussgrad ist draußen! Der stirbt nicht, der hackt. Der ist tot! Omi, wir haben gerade jemanden getötet! Warte, jetzt sag du. Warte, nee, er ist schon tot. Jetzt sag du Loser. Du Mörder. Sag du Loser. Du bist ein Mörder. Nein, sag du bist ein Loser. Warte, wir haben den getötet. Sag du bist ein Loser. Was ist denn hier passiert? Ein Überfall. Aha. Fahr weiter, du Shepard. Fahr weiter. Er hat weitergefahren! Omi, wir haben gerade unseren ersten Mord begangen. Da ist ja jemand drin gewesen. Ja, ja, im Auto war jemand drin. Den anderen haben wir jetzt gescheppert und der im Auto ist auch weg. Aber egal, du hast auf jeden Fall das Prinzip von dem Spiel erstmal verstanden, oder? Ja. Weil das ist das Wichtigste, weil dann gehen wir jetzt auf einen anderen Server. Weil ich wollte hier erstmal nur kurz erklären, wie das Ganze so aufgebaut ist, wie das funktioniert. Wenn irgendwas passiert, im Notfall kann man dann auch mal schießen, weißt du, ich meine? Deswegen, Freunde, wir schnacken nicht lang drüber rum. Ich habe was richtig Geiles vorbereitet. Wir starten da jetzt erstmal rein. Und Omi, jetzt musst du erstmal einen abziehen. Wir müssen jetzt ein bisschen Geld verdienen, okay? Wir scheppern jetzt ein paar Leute weg. Passt es? Ja. Perfekt, machen wir. Okay, Freunde, wir sind inzwischen auf einem anderen Server. Und zwar auf der Insel, Leute. Das ist nämlich der neue Server von Schmocki. Und Omi, weißt du, was wir jetzt machen? Ich habe ja gerade schon erzählt, wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Und wie kann man leichter Geld verdienen, als einen Laden ausrauben, oder? Mhm. Denkst du, du kriegst es hin? Du musst den Laden dann ausrauben. Ich? Du musst mit der Polizei verhandeln. Wir müssen Geisel nehmen. Wir müssen jetzt erstmal hier rumfahren und eine Geisel finden, okay? Ja, ja, mal gucken. Und sobald wir einen finden, du musst halt wieder alles machen. Du redest. Okay, da ist einer in einem Rollstuhl, okay? Sollen wir den als Geisel holen? Wir brauchen jetzt eine Geisel. Omi, ich pack die Knarre direkt aus, damit er sieht, wer meint's ernst, okay? Jetzt müssen wir den als Geisel nehmen. Ich stell dir das Mikrofon hin, du musst jetzt reden. Okay, jetzt sagst du sofort, steh auf, Hände hoch oder Shepard. Hände hoch oder Shepard. Komm. Was für Shepard? Was gescheppert in deinem Leben? Was redest du? Sei doch nicht so frech. Nee, komm. Frech. Komm, du bist unsere Geisel. Wir holen dich mit. Was für Geisel? Komm. 77 Jahre alt, ich kann nicht mehr Geisel machen. Wir fahren dich ja schon. Er hat gesagt, er ist 77. Sag mal. Klein. Ah ja, und ich bin 91. Sag, komm jetzt. Das spielt doch keine Rolle, wie alt du bist. Hast du was gehört von Schieben? Oh, wir sollen den schieben, sagt er. Sag mal, halt's Maul. Halt dein Maul und komm. Wir schießen dich sonst tot. Sag jetzt ganz schnell rein. Rein. So, ist richtig. Ist gegen die Scheibe gefahren. Jetzt gehen wir nach hinten und räumen. Okay, frag ihn. Du musst. Wir räumen jetzt den Laden aus. Weiter, weiter. Ekliges Schwein. Wer ist ein Schwein? Der hat dich gerade als Schwein beleidigt. Sollen wir dir mal einmal in den Arm schießen? Sag, du kriegst jetzt einen Schuss ins Bein, dafür, dass du so frech bist. Sag das. Du kriegst jetzt einen Schuss ins Bein, weil du so frech bist. Ich denk schon, dass ich. Es tut mir nicht mehr weh. Ich will es nicht mehr. Das tut nicht weh. Dann sag dann halt in den Arm, ist uns auch egal. Hey, oder in den Arm. Arm fühl ich. Dann sag, wir schießen dich in den Arm. Ach, schrei doch nicht. Jetzt sei still. Wenn ich noch ein Wort höre, dann bist du tot. Du hast mir einen Arm geschossen. Ruhig. Okay, ich starte jetzt den Überfall. Es geht los. Omi, ich hab den Überfall gestanden. Jetzt kommt Überfall. Polizei. Überfall. Jetzt kommt die Polizei. Okay, komm, wir gehen nach vorne. Wir rauben jetzt den Laden aus. Jetzt. Okay? Kommt die Polizei. Hier, wir holen alles mit. Wir gehen zur Kasse, wir holen alles mit. Hier, das ist der Besitzer. Okay, Omi, das ist kein echter Spieler. Das ist kein echter Spieler. Das ist nur der Verkäufer. Den kannst du auch abschießen, da passiert nichts, okay? Aha. Der ist keine Gefahr. Aber die Polizei wird jetzt jeden Moment kommen. Okay, dann geht los. Raus, Hände hoch. Oh nein. Warte. Hi. Sag Hände hoch oder du bist tot, schnell. Hände hoch oder du bist tot. Sag, komm mit nach hinten. Komm mit, komm. So, ja, weiter. So. Sag da rein. Rein und sei still. Ja, Geist, Mann. Und sag direkt neben dem Penner. Setz dich der neben dem Penner und sei still. Der müffelt. Sonst bist du tot. Beleidige ich hab Familie. Da uns scheißegal. Hey. Sag, wen juckt deine Familie? Uns juckt doch keine Familie und deine schon mal gar nicht.
Frag mal, warum bist du überhaupt Polizei? Warum bist du von der. Warum bist du überhaupt Polizist geworden? Wofür bist du Polizist? Kannst du mir das mal sagen? Ich wollte meine Familie versorgen. Ich will für meine Familie Gutes tun. Du bist ein Lutscher. Du bist ein kleiner, kleiner Lutscher. Du bist ein kleiner, kleiner Lutscher. Hä? Okay, wir gehen nach vorne gucken, ob Polizei da ist. Junge, Obi, du machst das nicht. Oh! Oh! Sondereinheit! Ah, Sondereinheit, es sind mehrere. Mehrere von uns. Kommen Sie mal raus, denn. Mehrere, okay, sag denen, wir kommen nicht raus. Wir verhandeln so. Sag denen das. Komm nicht raus. Hier verhandeln wir. So, sag, was sind denn eure Anforderungen? Wir haben zwei Geiseln. Und ich habe einen Komplizen, sag das. Und ein Komplizen, der steht hinten und zieht auf die Geiseln. Das war sehr gut, Omi. Habt ihr das verstanden oder nicht? Ihr seid doch Jammerlappen. Dreht euch um und geht. Was wollt ihr denn? Ihr wollt die Geiseln nicht freilassen? Omi, wie viel Geld wollen wir haben für die Geiseln? 1 Million. Was für eine Geisel habt ihr? Habt ihr den Präsidenten? Das wirst du ja dann sehen, wenn du das Geld bringst. Ich möchte als allererstes mal die Geisel sehen. Was du willst, ist doch egal. Geld oder eine muss sterben. Ich finde das super toll, was du da sagst, was du da machst. Finde ich nicht so toll. Das Problem ist, ich muss die Geisel sehen. Ich muss auch wissen, dass die... Das interessiert uns nicht, was du willst. Ihr holt jetzt erstmal die Geisel, sonst zahlen wir hier gar nichts. Ich muss nur mal sicher gehen, dass es den Geiseln gut geht. Ihr habt keine Forderung zu stellen. Hä? Sag, warum schießt? Frag, warum die schießen? Schieß! Ey, sofort rauskommen! Sag, ihr habt zuerst geschossen! Sag, ihr habt zuerst geschossen! Eine ist schon tot! Nein, das war ein Polizist! Ich hab aus Versehen einen Polizist abgeknallt! Omi, das wird eskalieren! Sag sofort, das war aus Versehen! Nein, sag, die haben zuerst geschossen! Los! Wir haben zuerst geschossen! Nein, nicht Nein. Mehr. Die haben zuerst geschossen! Ihr habt zuerst geschossen! Wenn sie noch einmal auf uns schießen oder zielen, dann sterben sie alle! Ich hol eine Geisel! Wir holen eine Geisel nach vorne, Omi! Hörst du jetzt mal zu, du kleine Kachi. Eine Knarre. Der hat eine Knarre, Omi, der hat eine Knarre. Wir haben den nicht durchsucht, der hat eine Knarre dabei. Alter. Der hat den anderen umgebracht. Ja, das haben wir ja nun nicht gewusst. Ja, hast du nicht gewusst. Das hast du auch nicht gewusst. Ich musste den umbringen, Omi. Scheißegal, komm, Omi, wir müssen jetzt die Schießerei machen, okay? Ja. Ich muss jetzt kurz übernehmen, okay? Oh, die Polizei ist schon weg, die wissen, dass geschossen wird. Die haben uns. Oh mein Gott. Warum hatte die Geisel eine Knarre? Wir haben vergessen, den zu durchsuchen, weil der aussah wie ein Penner. Er hatte eine Pistole dabei. Aber egal, wir haben die Geiseln alle umgebracht. Aber ich glaube, die wollen, die holen Mediziner, der uns jetzt wieder hochhebt. Aber weißt du, was wir machen können? Die wollen uns jetzt hochholen und ins Gefängnis bringen. Sollen wir einfach rausgehen, dann können die gar nichts machen. Aber kann sein, dass sie dafür gebannt werden. Ist egal, ne? Wen interessiert ein Bann, oder? Ciao. Okay, und als nächstes sind wir jetzt auf Silence Live. So heißt das Ganze, okay? Okay, Leute, ihr seht schon im Hintergrund. Wir sind jetzt auf Silence Live. Und Omi, eine letzte Sache müssen wir noch machen. Wir waren ja gerade schon kriminell. Warte, ich helfe dir mal mit dem Headset. Am besten zieht man das irgendwie so an, auf die Ohren. Jetzt hörst du auch was, oder? Ja, siehst du mal. So, wir bewerben uns jetzt in einer kriminellen Großfamilie. Hallo, ich will mich gern bewerben. Ja, okay, dann komm mal raus. Oder was macht Polizei hier? Sag deinen Namen, wie heißt du? Müller, wie geht es euch? Mir geht's nicht gut. Und dir? Gut. Oder ist es? Nein, mir geht's nicht so gut. Warte mal, Digga. Mach mal deinen Helm ab, deine Maske. Ich fahre immer weg, das wird zu riskant. Ich bin so dumm, ich bin aus dem Auto ausgestiegen. Ich bin ja Polizist, ich kann ja nicht einfach aus dem Auto aussteigen. Ist ja komplett los. Okay, warte, wir fahren zu einer anderen Familie, okay? Die waren eh nicht so krass. Hallo, ich will mich gern bewerben bei euch. Wo ist dein Boss? Klar. Ich muss mit den Hochrangigen reden. Nein, unser Jalla. Unser Jalla. Sag, ich will mit einem Hochrangigen sprechen. Ich will mit den Hochrangigen sprechen. Ich bin der Hochrangige. Steig einfach raus. Sei nicht so frech. Sag du Kelb. Hey. Und lüg nicht, du Gelb. Kleine Kinder, was soll ich machen, Alter? Kleine Kinder? Sag das zu einer 90-Jährigen. Sag, ich bin älter als dein Vater. Sag mal. Ich bin älter als dein Vater. Hä, hey, als ob die nichts machen, Junge. Wir sind hier in derer Hut und die machen nichts. Okay, wir gehen jetzt zu irgendwem und dann sagst du nochmal Selamu Aleikum. Salam. Selamu Aleikum. Salam Aleikum. Ja, okay, warte, guck mal, Omi, wir sind jetzt vorm Polizeipräsidium und da stehen welche. Jetzt sagst du, wie kann ich euch helfen? Wie kann ich euch helfen? Boah! Ob du Brenner bist hinter mir! Boah, Junge! Okay, Leute, da musst du gerade wegfahren. Meine Kopfhörer, der war ein bisschen lauter gerade, ne? Okay, wir haben Ohrenschmerzen, ne? Wir gehen jetzt hier kurz zum Arzt und lass uns behandeln, okay? Medic? Soll ich tun? Ja. Soll ich schon mitkommen? Nochmal lauter. Medic! Ja. Medic! Kannst du mir helfen? Ja.
Sag, mein, was brauchst du denn? Mein drittes Bein tut weh. Mein drittes Bein tut weh. Ja, geh mal bitte rein, da wird sich um dich gekümmert. Ich muss mich jetzt gleich streifen. Mein drittes Bein tut weh. Ach so, ja, nee, das hilft, da kann ich dir nicht helfen. Tut mir leid, musst du den hier fragen. Frag den nochmal. Salam alaikum. Kannst du mir helfen? Ja, was sind denn ihre Beschwerden? Ein volles Paket, bitte. Sag Spaß beiseite, kannst du mein drittes Bein massieren? Spaß beiseite, oha, kannst du mein drittes Bein massieren? Ich glaube, ich gehe wieder schlafen. So. Genug Internet für heute. Ja, besser ist es. Was bist du denn für Luder? Sag, na du Loser. Was? Was na los? Du Loser. Ja, bin ich ein Loser. Guck dich doch mal an. Herr Polizist. Das ist mir ganz egal. Oder trotzdem werden sie jetzt einmal hier. Sag das dem, Gelände sag du kriegst jetzt ein Hausverbot. Dann du kriegst jetzt Hausverbot. Runter. Sag du, verlässt den Platz. Du verlässt den Platz oder was ich nehme dich fest. Mal, will ich, haben Sie, wenn ich fragen darf. Du verlässt den Platz oder ich nehme dich mit. Was ist denn das für ein Swatler? Ich verlasse den Platz. Swatler Dienstnummer. 187. Ey, Obi, ich glaube, ich krieg richtig Ärger gleich, ne? Aber egal, wen juckt's. Das Ding ist auf Real Talk, ich bin ja halt wirklich auf Ernst auch noch Swatler und bin auch als Swatler unterwegs, deswegen. Was denn das für ein billiges Auto? Ein billiger? Schmutz! Einfach nur Dreck. Steig mal aus. Sag, fahr weiter oder ist Shepard? Fahr weiter oder ist Shepard? Was? Shepard. Hast du Druck? Ich scheppere dich gleich. Warum? Fahr weiter, zatzerab. Oh, die verfolgen mich jetzt. Aber das Gute ist, zum Abschluss des Videos heute fahren wir jetzt einfach ins PD. Da kann es nämlich nichts passieren, weil ich bin ja Polizist, ja, weißt du, ich meine? Ja. Hallo, Kollege. Wie geht's? Was ist denn Stimme, ne? Was ist mit meiner Stimme? Guck mal, der von dem im Kopf geht gerade alles durch. Der kommt gar nicht klar. Was ist? Die ist ein bisschen anders. Meine Stimme ist wie immer. Nee. Geh weiter oder ich scheppert. Geh weiter oder ich scheppert. Sorry. Er sagt scheppert. Das so ich bin, sag na, du Geringverdiener. Perfekt, der ist hallo, nicht so du Ringsverdiener. Was ist los bei dir? Warum redet der so? Du kennst ihn gar nicht. So ein Geringverdiener. Du verdienst genauso viel wie ich. Ist egal, wir gehen jetzt schlafen. Oh mein Gott, Obi, du hast das so krass gemacht. Wirklich, das war so gut. Sau geil. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ganz, ganz wichtig. Omi, wirklich, vielen, vielen Dank. Es hat so viel Spaß. Ich würde das am liebsten den ganzen Tag lang machen. Ich würde am liebsten nichts anderes mehr machen, nur mit dir die ganze Zeit sowas machen. Das ist so geil. Aber okay, Freunde, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Peace. Ciao.